Herzlich willkommen, liebe Freunde, zum nächsten Projekt. Es steht an Mass Effect 2. Ja, wir haben den ersten Teil durchgespielt. Shepard hat die Welt vorerst gerettet vor der Reaper-Invasion. Aber natürlich geht es weiter und Mass Effect 2, wieder mal vertrieben von BioWare und EA, ist, ich glaube, der beliebteste Teil auf jeden Fall der Serie und ja, der beste Teil, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Kann man aber eigentlich so sagen, ja. Er ist auf jeden Fall technisch ein ganzes Stück weiter als der erste Teil und man hat sich auch Mühe gegeben, wirklich die guten Tugenden beizubehalten, die man im ersten Teil schon so angewandt hat. Eigentlich will ich gar nicht lang drumherum quatschen. Ich habe schon alles soweit vorbereitet, denke ich zumindest. Und ja, eigentlich können wir direkt loslegen mit einem neuen Spiel. Und das Gute ist, wir können unseren Charakter... Ach, leck mich doch, ist mir doch egal. Ja, wir können uns natürlich hier anmelden, brauchen wir jetzt eigentlich nicht, weil ich alles installiert habe, was es an DLCs gibt. Ich hoffe, das funktioniert auch. Das werden wir leider erst später mitkriegen dann im Laufe des Spiels, sobald wir ein bisschen Bewegungsfreiheit haben. Und erstmal würde ich sagen, starten wir ein neues Spiel. Und wir sehen schon, wir können den Mass Effect 1 Charakter importieren. Und das wollen wir natürlich gern tun, denn das bedeutet nicht nur, dass wir das Aussehen von Shepard importieren, sondern auch alle Entscheidungen, die wir bisher getroffen haben und auch unsere Stufe, die wir erreicht haben im ersten Spiel, die hilft uns ein kleines bisschen, weil es ein wenig angerechnet wird, auch was die Gut-Böse-Punkte angeht, das wird auch angerechnet. Also man hat so ein paar Vorteile, wenn man halt seinen Charakter importiert und das wollen wir natürlich gern tun. Da habe ich natürlich nichts gegen, wenn es uns hier ein bisschen verbessert wird, das Ganze. So. Dann kommen wir in den Bildschirm, in dem wir unseren Charakter verändern können. Wir könnten den theoretisch jetzt nochmal komplett anders aussehen lassen. Ah ne, es kommt jetzt noch gar nicht. Stimmt, da kommt erstmal das Intro davor. Aber das werden wir natürlich nicht machen, sondern wir behalten ihn so, wie er ist. Und ich mache wieder die Untertitel an, damit ihr lesen könnt, auch wenn es mal schlecht zu verstehen ist. Kommt ja manchmal vor, passiert. Gruppenkräfte lasse ich an. Einfach weil es bequemer ist. Also ich will nicht ständig für die beiden anderen Squad-Mitglieder auswählen müssen, was wir da nehmen an Fähigkeiten, sondern ich will auch einfach mal mich entspannt zurücklehnen und die Drecksarbeit machen lassen. Ja, normaler Schwierigkeitsgrad, wie es halt meistens so ist, und damit legen wir los. Unser Name ist Jack Shepard. Ich weiß, ich war sehr einfallsreich im ersten Teil, als ich den Vornamen bestimmen musste. Normalerweise ist er John Shepard, jetzt haben wir Jack Shepard. Wir sind auf Rang 50, sind Soldat, da wollen wir vielleicht nochmal was dran drehen. Psychologisches Profil, wir sind ein absolutes Vorbild. Commander Shepard ist dem Weg des Vorbilds gefolgt. Der Status von Rex, wir haben ihn gerettet sozusagen, er hat überlebt auf Würmeier. Kaidan hat es leider nicht geschafft. Und wir haben uns dafür entschieden, den Rat zu retten, als die Citadel angegriffen wurde. All das fließt ein und noch vieles mehr, was im ersten Teil geschehen ist, das hier aber nicht mitsteht, weil es kleinere Entscheidungen sind, die da getroffen wurden. Und damit geht's los. Electronic Arts Presents. A BioWare Production. Shepard hat alles richtig gemacht. Er hat alle unsere Hoffnungen übertroffen. Die Rettung der Citadel und des Rats noch dazu. Die Menschheit genießt das Vertrauen der gesamten Galaxie. Und trotzdem reicht es nicht aus. Unsere Opfer haben uns die Dankbarkeit des Rats eingebracht. Aber unsere größte Hoffnung bleibt Shepard. Aber sie lassen ihn Geth bekämpfen. Geth. Wir beide wissen, die sind nicht die wahre Bedrohung. Die Reaper sind immer noch da draußen. Und es ist unsere Aufgabe, sie aufzuhalten. Der Rat wird Cerberus niemals vertrauen und darum auch nicht unsere Hilfe annehmen. Und das nach allem, was die Menschheit bisher erreicht hat. Aber Shepard, ihm werden sie folgen. Er ist ein Held, ein verdammtes Idol. Aber er ist nur ein einzelner Mann. Verlieren wir Shepard, geht vielleicht die ganze Menschheit unter. Dann sorgen Sie dafür, dass wir ihn nicht verlieren. Einen Monat nach dem gewaltigen Angriff der Geth auf die Citadel ist die galaktische Gemeinschaft mit dem Wiederaufbau beschäftigt. Die Allianzflotte hat ein gewaltiges Opfer gebracht, um den Citadel-Rat zu retten. Deshalb wurden die Menschen auch in diese erlesene Gruppe aufgenommen.
Der Rat muss nun auf Beweise reagieren, demzufolge die Reaper, gewaltige Maschinen, die alle 50.000 Jahre sämtliche organischen Zivilisationen auslöschen, zurückgekehrt sind. Die Normandy. Schalte ÜLG-Antriebe ab. Emissionsspeicher aktiv. Grünes Licht, wir sind im Tarnmodus. Wir verschwenden unsere Zeit. Seit 4 Tagen durchkämmen wir diesen Sektor und noch kein einziges Zeichen von Geth-Aktivität. 3 Schiffe sind hier während des letzten Monats verschwunden. Irgendwas muss mit ihnen passiert sein. Ich tippe auf Sklavenhändler. Im Terminus-System wimmelt's von denen. Empfange etwas auf dem Langstreckenscanner. Unidentifiziertes Schiff. Sieht aus wie ein Kreuzer. Passt zu keiner bekannten Signatur. Kreuzer ändert Kurs. Befindet sich auf Abfangkurs. Das kann nicht sein. Unsere Tarnsysteme sind aktiviert. Es ist völlig unmöglich, dass ein Geth... Es sind nicht die Geth. Festhalten! Aufschlagmanöver! Waffen offline! Löscht mal das Feuer! Na, Halleluja, das ist ja ein Start. Die Normandy wird angegriffen und es sieht ganz so aus, als ob sie auch untergehen wird. Und was war denn das am Anfang mit Cerberus, hm? Cerberus waren doch eigentlich die Bösen im ersten Teil und jetzt wollen sie Shepard helfen? Ich weiß ja nicht. Ich mache das hier nicht, damit mein Späfer unsere gefrorenen Leichen findet. Alle in die Rettung schandelt. Joker ist immer noch im Kopf. Er will das Schiff nicht verlassen. Ich werde auch nicht gehen. Diese alten Sturköpfe immer, das ist unglaublich. Ab in die Shuttles! Ich hole den Jokers Hintern persönlich hier raus. Commander! Raus hier, verdammt! Das Ende der Normandy. Aber Shepard ist noch an Bord, denn wir müssen noch Joker retten. Okay, wir müssen auf ins Cockpit, um Joker da rauszuboxen. Dieser alte Sturkopf will einfach nicht gehen. Das ist so geil. Was für eine Atmosphäre auch hier ist. Absolute Stille. Die alte Normandy, wie wir sie kennen, treibt im Raum dahin. Wir können nichts gegen ihre Zerstörung tun. Können nur Joker retten. Kommen Sie, Joker! Wir müssen hier raus! Nein, ich lasse die Normandy nicht im Stich! Ich kann sie immer noch retten! Oh, Entschuldigung, ich war gerade was am Trinken. Ich wusste gar nicht, dass ich ja auch nochmal was auswählen muss. Na gut. Die Normandy ist Geschichte. Und wir auch, wenn wir nicht schnell hier rauskommen. Nein, wir müssen nur... Oh nein. Sie
kommt für einen weiteren Angriff zurück. Dann raus da! Stirbt. Commander Shepard wurde geboren. Das Lazarus-Projekt läuft wie geplant weiter. Tja, das war mal ein Intro, oder? Also, ich weiß nicht, in welchem Spiel ansonsten noch der Held im Intro getötet wird, aber hier ist es tatsächlich passiert. Wir sehen aber schon Lazarus Project, ja, ja. Jeder, der irgendwie schon mal was mit der Bibel zu tun hatte oder mal irgendwas aus der Bibel gehört hat, hat bestimmt auch schon mal den Namen Lazarus gehört. Lazarus war nämlich derjenige, der von Jesus von den Toten wiedererweckt wurde. Dementsprechend können wir uns denken, was das Lazarus-Projekt ist. Und wir haben schon gehört, die Stimme, die das gerade angekündigt hat, gehört zu einer jungen Dame, die wir schon ganz am Anfang im Intro gesehen haben. Das ist ein Cerberus-Projekt. So, wir wollen aber mal loslegen. Wir könnten jetzt unser Aussehen individualisieren. Blöderweise ist dann auch die Vorlage weg. Also das finde ich ein bisschen ungünstig. Ich hätte es besser gefunden, wenn sie beim Individualisieren dann das als Grundlage genommen hätten. Deswegen entscheiden wir uns dafür, das importierte Gesicht, so wie sie es hier neu berechnet haben, mit den neuen grafischen Details, auch einfach anzunehmen. Denn ich finde, es ist eigentlich gar nicht so schlecht gelungen. Unsere Narbe haben sie weggemacht, offenbar. Aber gut, von mir aus, denn hier wird es neue Narben geben. Das werden wir noch sehen. Wir legen erstmal los. Wir nehmen dieses importierte Gesicht an. So, und damit kommen wir zur Klassenauswahl. Wir waren bisher ein Soldat gewesen. Soldaten, ist klar, haben hauptsächlich Waffenausbildung, haben Sturmgewehre und Schrotflinten, schwere Pistole und haben vor allem solche Kräfte wie Adrenalinschuss, Stoß und Betäubungsschuss, also alles auf Schießen und Kampf ausgerichtet. Also Waffenkampf meine ich natürlich. Dann gibt es den Infiltrator, die sind mit Tarnsystemen ausgerüstet und haben vor allem auch Technikerzeugs wie KI-Hacken und sowas. Ist nicht so ganz mein Ding, ist halt der Mischtyp aus Soldat und Techniker.
Dann der Frontkämpfer. Den werde ich in diesem Teil auch noch nicht nehmen. Den werden wir uns aber im dritten Teil vornehmen, weil der dort unglaublich geil ist. Das werden wir dann dort noch sehen. Frontkämpfer sind die Mischung aus Biotiker und Soldat. Haben eben biotischen Sturmangriff und haben auch ein paar Soldatenfähigkeiten, wie die Schrotflinte zu benutzen. Ja, ich weiß es nicht, wie es hier ist. Ich habe ja ehrlich gesagt noch nie einen Frontkämpfer gespielt. Ist hier vielleicht auch schon ganz geil mit dem biotischen Sturmangriff. Kommt im dritten Teil aber noch viel, viel geiler. Werden wir dann da sehen. Dann haben wir den Wächter. Der Wächter ist ein... frag mich mal was Besseres. Ich weiß es gar nicht. Wächter verfügen über das fortschrittlichste ablative Panzerungssystem. Ich glaube, das ist auch so eine Art Soldat, oder? Tech-Panzerung, Werfen, Warp. Oh, das ist, das ist auch eine Mischung aus Biotiker und Soldaten, wie es scheint, aber mehr auf die Biotik-Seite konzentriert. Kann das sein? Ach nein, das wird der Biotiker-Techniker sein, denke ich mal. Genau, Tech-Panzerung, Werfen, Warp, das ist die Mischung aus Biotiker und Techniker. Und dann haben wir noch den Techniker, der ist natürlich der Technik-Experte, der hat nichts anderes, hat Überlastung und KI-Hacken und so weiter. Aber was wir uns vornehmen werden, ist der Experte. Und das ist der reine Biotiker. Experten haben L5X-Implantate, die eine Mikrosingularität erzeugen können, die Feinden Schaden zufügt und sie in die Luft zieht. Ausgebildete Kräfte, Singularität, Warp, Werfen, Ziehen, Schockwelle. Wir können zwar nur eine schwere Pistole und eine Maschinenpistole benutzen, aber das reicht mir. Experten sind Biotik-Spezialisten, die Feinde mit purer biotischer Kraft ausschalten und töten können. Sie verfügen zwar nicht über eine umfassende Kampfausbildung, aber wenn es darum geht, Feinde zu besiegen, ohne dass ein Schuss fällt, sind sie die erste Wahl. Ja, erklären wir es uns damit, dass Cerberus ihn sowieso neu aufbaut, da können sie ihm ja auch gleich ein Implantat mit in den Kopf jagen. Warum nicht? Er ist sowieso vollgestopft mit Implantaten. Also wir wählen den Experten. Und damit sind wir Jack Shepard. Herkunft immer noch Raumfahrer aus dem ersten Teil. Ruf einziger Überlebender. Nur die Klasse hat sich geändert, denn nun sind wir Experten. Und damit geht's los. Rein ins Spiel und lassen wir das Lazarus-Projekt auf uns wirken. Mal schauen, was sie da basteln. Er reagiert auf externe Stimuli. Er nimmt seine Umgebung wahr. Oh Gott, Miranda. Ich glaube, er wacht auf. Wilson, er ist nicht so weit. Geben Sie ihm das Beruhigungsmittel. Shepard, nicht bewegen. Einfach liegen bleiben. Ganz ruhig. Herzfrequenz steigt. Gehirnaktivität mit vollem Ausschlag. Die Werte sind gleich im roten Bereich. Es funktioniert nicht. Noch eine Dosis, sofort. Herzfrequenz sinkt. Werte gleich wieder im normalen Bereich. Das war zu knapp. Wir hätten ihn beinahe verloren. Ich hab doch gesagt, Ihre Schätzwerte sind falsch. Rechnen Sie es nochmal. Aufwachen, Commander. Shepard, hören Sie mich, raus aus dem Bett, sofort. Die Anlage wird angegriffen. Shepard, Ihre Narben sind noch nicht verheilt, aber Sie müssen sich jetzt in Bewegung setzen. Die Anlage wird angegriffen. In dem Spind auf der anderen Seite ist eine Pistole. Schnell! Greifen Sie sich die Pistole und die Panzerung aus dem Spind. Na, das sind doch großartige Aussichten. Wir wachen auf und sind sofort in einem Angriff. Ja, wir haben schon gesehen, Shepard hat etwas rot leuchtende Narben im Gesicht. Das sind die Spuren der Wiedererweckung. Ja, und bevor wir jetzt loslegen, werde ich mal ganz kurz ins Menü gehen, das wollte ich sagen, und werde mal kurz in die Gruppe schauen, denn wir haben schon ein paar Gruppenpunkte, die wir ausgeben können. Und da würde ich sagen, gehen wir mal auf was gehen wir denn? Ich weiß gar nicht, wir gehen mal auf Ziehen. Nein! Rückgängig. Ich wollte nicht automatisch ausgeben. Auf Ziehen, genau, da wollte ich einen draufgeben. Das geht aber offenbar noch gar nicht. Nee, geht noch nicht. Ich glaube, wir müssen erst die Singularität verbessern. Genau. Quatsch, nee, ziehen wollte ich auch nicht. Ich wollte werfen haben, genau. Nicht ziehen. Also gehen wir auf Warp. Und dann auf Werfen und geben noch einen auf die Biotik-Meisterschaft aus. So.
Damit ist Shepard erstmal versorgt und wir sehen, wir haben ein paar ganz wenige abtrünnigen Punkte, aber auch schon einiges an Vorbildpunkten, weil wir eben im ersten Teil schon ein bisschen vorgesorgt haben. So, und damit geht's los. Wir haben wieder den üblichen Kodex, wie auch im ersten Teil schon, den ich ja dort leider nicht vorgelesen habe. Aber ich glaube, das wäre einfach zu langweilig geworden. Hier gibt es wieder umfassende Infos zu allem Möglichen in diesem Spiel. Und ich werde es auch in diesem Teil, glaube ich, nicht vorlesen, auch wenn ich es im ersten Teil mal vorhatte. Aber nein, das werde ich nicht machen. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, müsst ihr euch halt selbst informieren, beziehungsweise müsst euch das Spiel selbst holen. Es lohnt sich auf jeden Fall. Also nicht bloß, was die Infos angeht, weil es eine sehr reich gefüllte Welt ist, sondern auch, was den Spielspaß angeht. Wir sehen auch, wir haben ein paar Credits. Jetzt müssen wir uns aber erstmal hier... Ja, Miranda, ist doch gut. Jetzt müssen wir aber erstmal hier sehen, was da rauskommt. So, und ich muss mich erstmal in die Steuerung gewöhnen. Ein Thermomagazin in der Pistole. Ja. Eine Krankenstation. Wir besorgen Ihnen ein Magazin aus. Oh, verdammt. Die Kanister neben der Tür werden explodieren. Gehen Sie sofort in Deckung. Kopf runter, Shepard. Schützen Sie sich vor der Explosion. So, die Sache ist, wir haben die Steuerung ein bisschen anders, als das unten jetzt steht. Das Sicherheitssystem, um Sie zu töten. Suchen Sie ein Thermomagazin für Ihre Pistole. Mach ich. Darf ich jetzt erstmal reden? Dankeschön. Ja, die Sache ist, die Steuerung hat sich ein bisschen geändert im Vergleich zum ersten Teil und ist auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig geworden. Man gewöhnt sich mit der Zeit wirklich dran. Und setzen Sie sich in Bewegung. Alter, du gehst mir schon zu Beginn ziemlich auf die Nerven. An die Steuerung muss man sich erstmal gewöhnen, weil Waffen aufheben, in Deckung gehen und sprinten alles auf einer Taste ist ein bisschen komisch. Ja, und ich habe es ein bisschen abgeändert, weil ich wieder die Space-Taste zum Pause machen wollte, so wie das im ersten Teil auch war. Dafür, das war glaube ich erst auf der Shift-Taste oder so, dafür habe ich, dass das auf der Shift-Taste war, auf der Space-Taste war, rübergezogen. Nämlich das war eben das Rennen, Deckung nehmen und Gegenstände aufnehmen. Kann sein, dass ich mich da erstmal ein bisschen dran gewöhnen muss, werden wir sehen. Jetzt geht's aber erstmal los. Sie haben anscheinend eine Barrikade errichtet, um die Max aufzuhalten. Okay, wir können hier drüber. Achtung! Ja. Und da können wir gleich mal ausprobieren, was wir so an Biotikkräften haben. Wir können natürlich einerseits hier schön Kopfschüsse verteilen. So, war ja nicht gerade noch ein Magazin? Ich weiß es nicht. Nehmen wir das hier oben mit. Gut, und dann können wir nämlich gleich mal die Biotikfähigkeiten auch ausprobieren. Die sind ziemlich cool. Ja, ja. Wenn wir die hier anvisiert haben, können wir irgendwo anders hin zielen und dann feuert er das Ganze in einem weiten Bogen. So, und das war dann die Gnadenlos-Aktion. Wir sehen schon, ich habe ein bisschen angespielt vorher, um nochmal ein kleines bisschen reinzukommen wenigstens. Deswegen sind die Errungenschaften schon ein bisschen vorgefüllt, aber es war nur ganz kurz hier auf der Servo-Station. So, den holen wir uns nochmal mit dem Werfen. Ja, der Weg ist jetzt frei, wollte sie sagen. Ich schaue mich aber nochmal ganz kurz um, denn hier gibt es ab und zu auch ein paar Infos noch zu erlangen. Die wollen wir natürlich noch mitnehmen, wenn wir die schon finden können hier. Aber ich glaube, hier ist jetzt erstmal noch nichts. Ne, hier drüben ist bloß das Thermomagazin, das stecken wir natürlich noch gern mit ein. So. Und dann geht's weiter. Ja, ich glaube, die Leute, die für Cerberus hier gearbeitet haben, sind irgendwie am Arsch. Okay, falsche Taste gedrückt, Verzeihung. Neue Verstärkung in ihre Richtung. Okay. Die Max. Wir nehmen mal den Granatwerfer, wie es uns befohlen wird. Fahren Sie mit dem Aufzug ein Geschoss tiefer. Und so, gleich mal für Ordnung. Ich wechsle aber gleich wieder zurück, weil die Waffe ansonsten ein bisschen unpraktikabel ist. So. Wir müssen sowieso hier runter. Beeilung, zur Tür, schnell! Ja, und sollten mal durchsprinten.